Der Multihoster Premiumize verbirgt die Information, welche Dienste er alles unterstützt. Man kann das theoretisch auf der Seite herausfinden, indem man in seinen Account geht und die Dienste alle einzeln durchprüft. Wir schauen uns in diesem Video eine elegantere Möglichkeit an und das geht auch mit einem kostenlosen Account. Schauen wir uns mal Möglichkeit Nummer 1 an. Ich bin also in meinem Account hier eingeloggt und hier gibt es die URL premiumize.me/services. Man muss also eingeloggt sein und gibt hier einen Link ein und kann hier auf Prüfen klicken und sieht dann, ob dieser Dienst unterstützt wird, mit welchem Faktor und ob er gerade funktioniert. Jetzt müsste man das ja theoretisch für alle Dienste einzeln machen. Deshalb zeige ich euch eine elegantere Version. Ich bin jetzt hier auf der Premiumize Webseite und wie ihr hier oben sehen könnt, bin ich gar nicht eingeloggt. Wenn ihr natürlich einen Account habt, dann könnt ihr diesen Schritt überspringen. Wenn ihr noch keinen habt, könnt ihr euch einfach einen kostenlosen registrieren, einfach auf Registrieren gehen. Ich nutze mal hier so eine Spam-Mail-Adresse, allerdings, wenn ihr einen echten Account anlegt, dann würde ich euch aus Sicherheitsgründen empfehlen, eine echte einzugeben. Hier klicke ich dann einmal auf Registrieren und jetzt muss ich noch meine Mail bestätigen einmal. Klicke hier auf Aktiviere Account und jetzt muss ich hier erstmal gar nichts kaufen. Ich will ja erstmal schauen, welche Dienste überhaupt alle unterstützt werden. Ich gehe jetzt hier auf Account, gehe hier auf API Key anzeigen und kopiere mir den einmal in die Zwischenablage. Jetzt brauchen wir noch das Programm JDownloader 2 und ich bin jetzt schon mal in die Einstellungen gegangen und unter Account Verwaltung. Also könnt ihr hier oben einfach klicken, Einstellungen, Einstellungen. Und dann landet man im besten Fall hier in dieser Übersicht und links dann einfach auf Accountverwaltung. Hier gehe ich jetzt auf Hinzufügen. Hier oben suche ich nach Premiumize. Wenn er mir Premiumize dann anzeigt, kann ich hier unten den API-Key reinkopieren, den ich vorhin rauskopiert habe. Einmal speichern. Hier zeigt er mir jetzt an, dass ich einen kostenlosen Account habe. Alles klar, bestätige ich mit OK. Hier passt auch alles. Und ich gehe mal, brauche ich gar nicht. Ich sehe hier unten jetzt das kleine Männchen und wenn ich hier auf dieses Männchen klicke, dann sehe ich tatsächlich, welche Dienste alle unterstützt werden. Möchte ich wissen, wie viele Fair-Use-Punkte mir von den Diensten abgezogen werden, dann muss ich halt wiederum auf meinen Premiumize-Account hier oben dann Services eingeben und hier müsste ich dann eben wieder prüfen, wie das Ganze berechnet wird. Nehmen wir zum Beispiel mal File.al, habe ich jetzt gesehen, als einen der unterstützten. Ach, okay, da zeigt er mir jetzt ein bisschen mehr an. Ah, das ist schon mal nett. Okay, warum zeigt er mir jetzt hier alles Mögliche an? Naja, okay, also der ist relativ gesprächig hier. Ich habe jetzt einfach nur mal den Buchstaben A eingegeben. Da bekommt man schon eine ganze Menge Dienste, die er offensichtlich hier unterstützt. Also man könnte sich jetzt einfach mit den Buchstaben auch hier durcharbeiten. Ja, elegant ist das Ganze aber nicht. Mal gespannt, was passiert, wenn wir Usenet eingeben. Na, das geht wieder nicht natürlich. Ja, also finde ich keine schöne Lösung insgesamt, aber man muss irgendwie die Kombination nutzen aus dem JDownloader. Der fragt einfach die API an und dann bekommt er halt die Rückgabe, welche Dienste unterstützt werden. Und wenn man es genauer wissen will, dann muss man halt hier nochmal schauen, mit welchem Faktor die Dienste berechnet werden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr euch einen Premiumize-Account über meinen Affiliate-Link klickt und natürlich freue ich mich auch jederzeit über ein Abo.